Ja, es ist bis jetzt oder über die Nacht nichts Außergewöhnliches passiert. Es sind alle Spiele fit. Wir haben ja gesagt, dass wir im gestrigen Tag die Defensive angeschaut haben, da im taktischen Bereich versucht haben, auch da natürlich an den letzten Lehrgang anzuknüpfen und auch dem einen oder anderen, der da noch nicht dabei war, dass in so einer Schnelllektion versucht, ein bisschen mitzugeben. Und wie Sie auch wissen, ist das natürlich in so einem Kurzlehrgang extrem schwierig, weil wir natürlich auch schauen müssen, dass die Spieler fürs Spiel dann fit sind und dass man das nicht in vollem Tempo ausführen kann, weil einfach auch die Müdigkeit da ist und wir da nicht Gefahr laufen wollen, dass sie dann am Spieltag keine Power haben. Also von daher haben wir auch im heutigen Morgen da ein bisschen Tempo zurückgenommen. Wir haben in der Offensive gearbeitet, werden auch im Stadion heute Abend da noch ein bisschen vor dem Tor ein bisschen Selbstvertrauen versuchen zu bekommen, ein bisschen Sicherheit, weil ja auch der eine oder andere da noch nicht im vollen Spielbetrieb ist und aus Erfahrung, dass es eigentlich immer gut ist, wenn speziell auch die Stürmer da im 16 Meter arbeiten können und da Tore erzielen. Wenn sie natürlich gegen Top-Nationen spielen, wenn sie jetzt nicht, wenn man es vielleicht vergleicht im Club bei kleinen Vereinen, wenn sie über die Dörfer tingeln und gegen Dritt-, Viert- oder Fünfte Liga spielen, um da einfach ein bisschen das Training auf dem Platz zu simulieren, wird es keine Freundschaftsspiele mehr geben. Und das ist auch, es heißt zwar so, aber für uns geht es natürlich auch darum, wieder zu schauen, wie weit sind die Spieler, wie weit ist die Idee, die wir umsetzen wollen. Und da muss man schon Vollgas geben. Da kann man nicht zurückhaltend spielen, weil dann ja auch die Gefahr da ist, dass man sich wieder verletzt. Also wir werden das Team schon so einstellen, dass wir alles abrufen müssen, weil ja auch die Türkei eine sehr starke Mannschaft ist. Wir wissen, dass wir auch natürlich an den Ergebnissen gemessen werden, aber für uns ist nicht jetzt mal grundsätzlich das Ergebnis das Entscheidende, sondern wie weit, jetzt von der Philosophie her, wie weit setzen wir das um, und wir wissen auch, dass wir da noch nicht bei 100% sind und dass es noch weiter dauern wird. Weil gerade beim Nationalteam das ja normalerweise Jahre dauert, also nicht nur Wochen oder Monate, sondern Jahre, weil man nur alle, jetzt geht es ja für uns eigentlich erst los, also fast jeden Monat haben wir mal ein Spiel, also da sind wir da ein bisschen mehr zusammen. Also kann man da auch ein bisschen mehr vermitteln, als wenn man alle 2-3 Monate zusammenkommt und alles wieder vergessen ist. Also von daher wollen wir schon auch schauen, dass wir da natürlich das gemeinsam umsetzen können. Und sind dann irgendwann auch überzeugt, wenn wir das wirklich auch konsequent so auf den Platz bringen, dass dann irgendwann auch die Ergebnisse folgen werden. Wir haben auch gesagt, dass wir uns jetzt da auch nicht festsetzen. Also es ist ja so, dass wir jetzt auch in meiner kurzen Zeit schon auch immer mal wieder Wechsel hatten, weil sich der eine oder andere Torwart verletzt hat. Es ist aber auch so, dass wir die letzten Zusammenzüge, dass wir da schon so ein kleines Gebilde aufbauen konnten und eine gewisse Regelmäßigkeit dabei hatten mit den Torhütern. Und das waren jetzt die drei, also mit Almer, mit Lindner, mit Gratzei, und da ist Königshofer noch dazugekommen. Also es sind schon die, mit denen wollen wir jetzt, die wollen wir auch weiter beobachten und wollen da schauen, was sich da herauskristallisiert. Und wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, also werde ich den Torwart im Tor lassen. Ja, also es ist jetzt auch in diesem Kurzlehrgang ist natürlich schwierig zu schauen, wer ist jetzt da der Fitteste. Also es ist so, dass wir, oder dass ich natürlich mit dem Doktor da gut abgesprochen bin, und dass wir wissen ja auch, dass der ein oder andere noch in der Vorbereitung ist, also noch keinen Ernstkampf bestritten hat, dass das erst dann nächste Woche beginnen wird.
da ist auch wichtig, natürlich ein bisschen das Gespür zu bekommen. Nochmals zu sehen, also ich werde da morgen nochmal was versuchen. Und ja, muss dann natürlich, oder wir müssen nachher auch entscheiden, kann das was sein? Kann das eine Variante sein irgendwann mal? Und da haben wir einfach morgen auch nochmals die letzte Möglichkeit, bevor es dann richtig um Punkte geht. Und das hat dann nicht unbedingt mit dem zu tun, wer jetzt der Fitteste ist, sondern rein mit der Idee, wie wir das sehen möchten. Ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn das Stadion voll gewesen wäre. Aber ja, ich glaube, also so wie ich gehört habe, ist natürlich auch Urlaubszeit oder ist immer noch Urlaubszeit. Und es sind, glaube ich, viele Türken auch nach Hause gefahren. Also von daher sind das ein bisschen weniger. Wir wissen, dass es gegen Deutschland voll sein wird und schauen dann nach dem Spiel nach vorne. Es ist immer schön, natürlich auch für die Spiele, für das Ganze drumherum, wenn das Stadion voll ist. Und ich denke aber schon auch, dass wir ja auch uns natürlich weiterentwickeln müssen. Also dass von unserer Seite her auch was kommen muss, damit die Zuschauer kommen. Und normalerweise kommen die, also wenn man erfolgreich ist, und da sind wir auf dem Weg dazu, aber der ist noch lange nicht abgeschlossen und wird sicher auch immer wieder mal Rückschläge geben. Aber die Zuschauer wollen ein erfolgreiches Team sehen, und wenn sie das sehen, werden sie irgendwann dann auch kommen, wegen der eigenen Mannschaft und nicht, wenn dann vielleicht irgendein Deutschland, Brasilien oder all die Top 10 Nationen kommen und jeder möchte dabei sein. Aber wir wollten natürlich auch in dem Sinne eine Mannschaft, die spielerisch stark ist, die auf der einen Seite natürlich auch vor uns steht in der Weltrangliste, also dass wir, da weiß man eigentlich eher, dass man da natürlich mehr gefordert wird, dass man mehr dagegen halten muss und dass man sehr aufmerksam sein muss. Und da hat ja die Türkei, hat jetzt das eigentlich auch bewiesen mit diesen Sommerländerspielen, dass sie da auf einem sehr guten Weg sind, dass sie ein sehr gutes Team haben mit individueller Klasse, aber auch mit Aggressivität, mit Teamgeist. Und das ist das, was ich herausgesehen habe aus den Videos. Und in der Planung geht es natürlich auch nicht immer so einfach. Also man sucht was und fragt dann an und hat dann vielleicht 5, 6 Teams, die man im Kopf hat für diesen Termin. Und dann muss man natürlich auch verhandeln, muss sprechen, ob das überhaupt möglich ist, ob das Team da vielleicht einen anderen Termin hat. Also das ist natürlich nicht immer ein Wunschkonzert, dass man sagen kann, oder zumindest jetzt auch von unserer Seite her, dass wir sagen können, okay, wir rufen da mal an und alle sind gleich bereit, gegen uns zu spielen. Ob das jetzt in der Schweiz ist, ob das in Österreich ist oder in Deutschland. Es ist über so, wenn die Integration, also wenn du zwar aufgewachsen bist in dem Land und du fühlst dich auch wohl und du bist bereit dafür, was zu tun, aber bei der Nationalhymne ist halt dann doch nochmals ein bisschen ein anderer Punkt. Und ich denke, da haben alle die Bilder der Italiener im Kopf, wie die da gesungen haben. Und dann haben ja die meisten eigentlich, oder ich glaube speziell in Deutschland war das so, die meisten hatten das Gefühl, jetzt werden die Weltmeister oder Europameister, weil die so brünstig, stimmt das, gesungen haben. Und das war ja auch nicht der Fall. Und wenn wir die Spanier anschauen, die singen gar nicht. Und die sind Europameister und Weltmeister geworden. Ja, also liegt es ja nicht am Text, dass man den Text singt, sondern an anderen Qualitäten. Nicht wichtig. Ja, nicht wichtig würde ich nicht sagen, aber ich sage jetzt, ich mache das nicht pflichtend, dass quasi du musst jetzt beim nächsten Lehrgang musst du die Nationalhymne auswendig kennen. Also ich denke, das ist eine ganz persönliche Sache und die sollte auch nicht vorgegeben werden. Ich bin ja auch Legionär, also von dem her bin ich Schweizer und ich
ich halte mich fest, aber ich singe auch nicht mehr. Ich habe den bekommen, habe aber natürlich noch nicht auswendig gelernt. Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel. Also so simpel und einfach, dass das ist, wenn wir schon nach vorne schauen und nicht unsere Hausaufgaben bewältigen. Und das ist wenn wir jetzt hier zusammen sind, die tägliche Arbeit auf dem Platz. Und diese Prinzipien, die wir umsetzen müssen in der Defensive, in der Offensive. Und da hatten wir einfach jetzt auch noch zu wenig Zeit dazu. Und ist klar, dass die Spieler, ich will auch gerne dahin fahren. Das möchten sie ja wahrscheinlich auch. Da möchte jeder dabei sein. Und nicht nur jetzt über die anderen zu berichten, sondern über das eigene Team. Aber nur mit Sprüchen und mit Aussagen wird das nicht erreicht werden. Und dass es ein ganz schwieriger Weg wird und dass es ganz knapp werden kann, von dem werden wir ausgehen. Aber wir sind nicht bereit, jetzt auch zu sagen, wir haben keine Chance und wir wollen wieder Vierter werden und wir sind eh zufrieden mit dem. Also wir werden jedem Spiel versuchen, Vollgas zu geben. Ich weiß aber auch als Trainer, dass es Rückschläge gibt und dass man dann auch die nötige Ruhe bewahren muss. Ich werde versuchen, das Team so einzustellen, damit wir erfolgreich sind. Und kann aber nicht versprechen, dass wir jetzt dieses eine Tor erzielen oder dass wir gewinnen wollen. Weil ja gerade auch die Türken ja gesagt haben, es ist kein Freundschaftsspiel für sie. Und sie werden da auch Vollgas geben. Also es wird auch morgen, denke ich, eine ganz enge Sache geben. Und wir müssen hoch konzentriert sein und wollen natürlich hier zu Hause auch den Weg weitergehen. Das heißt, versuchen, ein positives Resultat zu erzielen. Also hallo einmal. Klar ist für mich eine besondere Sache, dass mich der Teamchef zum Kapitän gemacht hat. Aber ich denke, es wird sich im Großen und Ganzen nicht viel ändern. Der Marc und ich, wir haben ja schon in der Vergangenheit uns immer wieder abgewechselt und ich denke, wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Es ändert sich für mich persönlich eigentlich nicht sehr viel. Ich habe vorher schon Verantwortung übernommen, habe immer wieder probiert, Verantwortung zu übernehmen. Es ist natürlich auch schön für mich, die Mannschaft mit der Kapitänsschleife auf den Platz zu bringen, auf den Platz zu führen, aber ich denke, am Platz ist es ganz einfach so, dass wir nicht nur einen Kapitän brauchen, sondern jeder Verantwortung übernehmen muss und ja, so ist es für mich, so fühlt es sich für mich auch. Vielleicht daran anschließend, gleich auch an den Marc die Frage, Christian hat gemeint, für ihn ändert sich nicht viel. Ich gehe mal aus, dass du das nicht sehr viel anders sehen wirst. So ist es. Also erstens, Lena, freue ich mich für den Christian, dass er jetzt diese Aufgabe übernehmen kann. Stellt für mich jetzt keine großartige Veränderung dar, bis auf die Tatsache, dass jetzt die Mannschaft das erste aufs Feld führen wird. Ich hoffe dass für ihn, dass er mehr Münzwürfe gewinnt als ich und wünsche ihm natürlich alles Gute und die Unterstützung wird weiterhin nicht nur von mir, sondern auch von der ganzen Mannschaft weiterhin gleich bleiben. Wir haben alle ein Ziel. Es geht ja nicht um Einzelpersonen, sondern um das Nationalteam von Österreich und da muss jeder weiter an einem Strang ziehen und das werden wir alle machen und mit dieser Personalie oder mit dieser Entscheidung hat sich jetzt für uns eigentlich nicht viel geändert. Ich denke, dass die Türken einen sehr guten Fußball spielen. In der letzten Qualifikation haben wir uns vor allem in der Türkei schwer getan. Wir haben eigentlich nie so richtig zu unserem Spiel gefunden. Haben wir zwar immer wieder alles probiert, aber hat nie so richtig klappen. Aber ich denke, dass das ganz einfach jetzt der Vergangenheit ist. Ist der letzte Test für uns vom Deutschlandspiel. Ich denke, dass es ein guter Test ist, weil die Türkei sicher eine sehr gute Mannschaft hat mit sehr guten Einzelspielern. Und da werden wir dann sehen, wo wir stehen. Ich denke, dass die Entwicklung unter Koller sehr gut ist, dass wir da sicher einen Schritt nach dem anderen nach vorne gemacht haben. Aber es sind noch weiterhin sehr viele Schritte nach vorne möglich zu einer positiven Entwicklung. Und wie gesagt, ich denke, die Mannschaft, und das hat man in den letzten Trainingseinheiten gesehen, freut sich auf das Spiel, freut sich auf den letzten Test und dann ist schon die Konzentration Richtung Deutschland. Ich bin auf einem guten Weg, denke ich. Natürlich kam die Verletzung zu einem richtig schlechten Zeitpunkt, wobei man das auch wieder sagen kann, dass es nie einen guten Zeitpunkt für Verletzungen gibt. Aber natürlich in der Vorbereitung, wenn man Kraft tanken muss, wenn man sich Kraft holen muss für die ganze Saison und dass man dann so lange aussetzen muss, ist nicht förderlich, auch für den Konkurrenzkampf, um die
an Position in der ersten Elf zu finden. Aber im Großen und Ganzen ist das bei so einem Club normal, dass man große Konkurrenz hat. Und ich werde jetzt weiterhin Gas geben. Ich brauche natürlich jetzt auch ein bisschen Geduld, denke ich, um wieder in die Mannschaft zu rutschen. Aber ich bin positiver Dinge, dass ich das schaffen kann und ich werde alles dafür geben. Dass ja eigentlich jetzt schon in der nächsten Woche die Bewerbsspiele anfangen, die Punktspiele anfangen und da müsste man eigentlich schon so weit sein, dass die Spritzigkeit da ist, dass man auf einem super Fitnesslevel ist. Das Einzige, was halt momentan noch fehlt, ist wahrscheinlich die Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen, aber ich denke, dass wir vom Fitnesszustand her alle gut beieinander sind. Und die Sache im Nationalteam ist es so, dass wir natürlich auch große Konkurrenz haben, aber da ist natürlich die Ausgangslage ein bisschen eine andere, weil ich da schon der Meinung bin, dass wenn ich da auf einem halbwegs guten Level bin, dass ich dann erste Wahl sein kann. Wie bitte? Ja, das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, wir gehen jetzt die ganzen Einheiten ab, wo halt intensiv Kraft getankt wurde. Ich bin jetzt gerade dabei, immer am Nachmittag, wenn die Mannschaft frei hat, extra Schichten zu machen mit unserem Conditrainer. Und wie lange das ist, dauern wird, ich schätze noch 2-3 Wochen, vielleicht ein bisschen mehr und dann sollte ich wieder der Alte sein. Ich finde, dass die Türkei ganz einfach auch von den Namen und von den Personalien sehr am besten aufgestellt ist. Und ich glaube, dass der Test, wie ich es vorher gesagt habe, gegen vermeintlich stärkere Gegner, die wir bis jetzt haben, und der Koller auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil bei der Qualifikation nachher selbst stehen uns eigentlich nur schwere Spiele vor der Brust und da müssen wir dementsprechend nachher vorbereitet sein. Wir haben auch ein großes Ziel, wie es der Marc vorher schon richtig gesagt hat, das ist natürlich die Qualifikation positiv zu bestreiten und da brauchen wir ganz einfach auch das positive Erlebnis vor der Qualifikation und die Türkei ist da sicher brocken, aber nochmal, wenn wir und das 3-1-Schütze, wenn wir unser Potenzial abrufen, dann können wir sicher da ein gutes Ergebnis erzielen. Man soll in den Spielen gehen und sagen, ich möchte hier gewinnen, weil wenn man nicht 100% gibt, dann passieren meistens die dummen Verletzungen und ich denke, da ist jeder Profi genug und hat schon genug Erfahrung, um das einfach nicht zu machen. Also der Trainer Koller legt sehr viel Wert darauf, dass wir natürlich ein gewisses Pressing am Platz legen. Das ist seine Ausrichtung, so wie wir Fußball spielen. Das haben wir aber auch schon in den letzten Spielen praktiziert und die Aufstellung verrate ich nicht. Ne? Nein, aber Es wird auf jeden Fall ein schönes Spiel hoffentlich werden. Ja, momentan fühle ich mich ganz gut. Wir haben jetzt noch eine Trainingseinheit vor der Brust und dann werden wir gemeinsam entscheiden, was das Beste ist für die Mannschaft und für mich. Für mich persönlich ist das Deutschlandspiel eigentlich noch relativ weit weg, weil noch die Bundesliga ansteht, noch einige Spiele dazwischen sind. Wenn dann die Zeit kommt, natürlich freut man sich drauf, wie jedes Jahr, wie wir jedes Jahr die Chance bekommen, gegen Deutschland zu spielen und das wird nachher dann schon ein schönes Erlebnis.